Applaus. Vielen Dank. Ja, ich habe mal wieder einen kleinen Schwank aus meinem Leben mitgebracht. Wie so oft in meinen Texten handelt die Geschichte von der Liebe. Ich habe vor ungefähr einem Jahr genau an dieser Stelle einen Text über die große Liebe meines Lebens verlesen. Ich werde das heute ein bisschen ergänzen, indem ich einen Text über die erste Liebe meines Lebens vorlese. Und um die jeweiligen Charaktere, die darin vorkommen, unkenntlich zu machen und ein bisschen Anonymität zu gewährleisten, werde ich die Namen der betreffenden Personen rückwärts vorlesen. Der Text heißt Schulhofliebe. Eine klassische Junge liebt Mädchen, Mädchen zieht weg, Junge ist traurig, aber findet Mädchen wieder und lebt glücklich bis an ihr Lebensende Geschichte. Das erste Mädchen, für das ich jemals so etwas wie Liebe empfand, hieß Anna. Anna war 8 Jahre alt und ging in die 3A und ich glaube, sie war sich ihrer Gefühle mir gegenüber nicht so ganz sicher. Jedenfalls ging das aus ihrer Reaktion auf meine Briefchen mit Freundschaftsanfrage hervor, das musste man damals noch analog machen. Willst du mit mir gehen, schrieb ich Tag für Tag auf ein kariertes Blatt Papier, darunter die seinerseits gebräuchlichen Antwortoptionen ja, nein und vielleicht. Für gewöhnlich zerriss sie die Zettel und warf sie in den Müll, kreuzte aber auch nie nein an. Ich deutete das als hypothetisches vielleicht. Mit der Zeit wurden meine Anfragen kreativer. Ich versuchte, meine Briefe dem jeweiligen Unterrichtsfach anzupassen. In Mathe zum Beispiel warf ich ihr eine Rechenaufgabe zu. Du plus ich gleich 2, schrieb sie hinein. Irgendwie stimmte das zwar so richtig aussagekräftig, fand ich das aber immer noch nicht. In Englisch übersetzte ich ihren Lieblingssong mit persönlicher Widmung ins Deutsche. Liebe Anna, schrieb ich in den schönsten Lettern, die ich aus diversen Zeitungen und Magazinen zusammengetragen hatte. Jede Nacht in meinen Träumen sehe ich dich, ich fühle dich. Deshalb weiß ich, dass du weitermachst. Quer aus der Ferne und den Räumen zwischen uns kamst du zu mir, um mir zu zeigen, dass du weitermachst. Na, fern, wo auch immer du sein magst, bin ich davon überzeugt, dass das Herz weitermacht. Ein weiteres Mal öffnest du die Tür und du bist hier in meinem Herzen und mein Herz wird weiter und weiter und weitermachen. Wieder nichts. Dabei musste sie doch sehen, dass ich perfekt für sie war. Ich war zwar nicht besonders groß oder stark, aber sie immerhin auch nicht. Und überhaupt hatte ich weder Körperbehinderung noch nahm ich Drogen. In Bio schenkte ich ihr dann eine Wimper, eine Hautschuppe und eine Urinprobe auf einem Löschblatt als Zeichen meiner genetischen Kompatibilität. Aber auch das überzeugte sie nicht davon, unsere Erbanlagen zu einem Cocktail der Entzückung zu verwursten. Um der Kleinen zumindest auf platonischer Ebene ein wenig näher zu kommen, fing ich an, sie jeden Mittag nach der Schule nach Hause zu begleiten. Das bedeutete zwar für mich, dass ich täglich 15 Kilometer in die falsche Richtung fahren musste, aber das machte mir nichts aus, denn so hatte ich Gelegenheit, an ihren Haaren zu riechen, während ich mich hinter ihrem Sitz versteckte. Unsere Freundschaft sollte aber schon bald auf eine harte Probe gestellt werden, denn nach wenigen Monaten fingen Annas Eltern an, sie täglich mit dem Auto abzuholen. Immer seltener gelang es mir, mich in ihren Kofferraum zu schleichen. Immer leichtsinniger wurde der Fahrstil ihres Vaters Otto. Jetzt habe ich den Namen von vorne gelesen. Immer leichtsinniger wurde der Fahrstil ihres Vaters Otto. Damit gefährdete er nicht nur mich, er jagte auch Anna Angst ein. Nachts sah ich sie oft in ihrem Zimmer weinen. So kam es, dass Annas Familie in eine andere Stadt zog und mich mit den Erinnerungen an Anna, einem gebrochenen Herzen, Annas Haarsträhne und ihrem Lippenstift zurückließ. Aber das Schicksal sollte uns wieder zusammenführen. Einige Jahre später traf ich Anna zufällig in ihrer Wohnung wieder. Ich war gerade dabei, ihre Unterwäsche nach Kaufdatum zu sortieren, als sie sich unbemerkt in ihr Schlafzimmer schlich. Leute, was soll ich sagen? Es war magisch. Der Mond, die Sterne, das Klebeband. Wir blickten uns tief in die Augen und ich hielt um ihre Hand an. Sie sagte, Und wir lebten glücklich und zufrieden, bis sie ausbrach.